Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Astua. Astua. Das glaube ich auch, ja. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Das ist der Ramses, das ist der Hannes. Grüßt euch. I'm your Bobby, ne? Und ja, I'm genau. Your Hannes und so. Ja. Und deswegen. Seit 100.000 Jahren fließt frisches Quellwasser durchs Erzgebirge. Nein, das war eine ganz andere Geschichte. Seit 100.000 Jahren sagt Fini, ob wir denn auch mal die Vuidramoas testen können. Ich stand mir, was ist denn eine Vuidramoas und wie schreibt man das und wie spricht man das überhaupt aus? Und Vuidara. In jedem, was? Vuidara. Ein wohlhabende Maas, genau. Hätte man einfach gesagt, wir machen heute Fini-Maas, dann wäre es das auch gewesen. Aber in jedem Stream, jedes Mal im Chat, unter den Videos, unter jedem Maasgetränk ging es immer, wann kommen die Vuidramoas? Die Vuidramoas. Genau. Vuidara, Vuidara, Vui. Ja, Vuidara. Was ist Vuidara? Klingt wie Wanderer. Nein, Vuidara, das sind die Leute, die einfach im Gebirge rumgammeln und auf jagen gehen. Aber es nicht erlaubt war damals. Also Wilderer. Genau. Ein Wilder, eine Wilderer. Das nennt man Vuidara. Du bist aber wild unterwegs, ja. Also wild. Ja, du Vuidara. Bist wild unterwegs. Genau. Das ist die Vuidara-Maas von Fini. Und dann hat er gesagt, du brauchst Bier. Ist ja klar, ist ja immer die Grundlage. Du brauchst natürlich Almdudler, also Kräuterlimonade. Und du brauchst Enzian. Und ich dachte, das ist irgendein grünes Kräuterzeug wie Schnittlauch und das musst du dann da reinkrümeln. Ist ja total bescheuert. Was ich nicht wusste, Enzian ist Kräuterlikör. Ne, kann man Likör sagen? Das ist Schnaps, eher Schnaps. Kräuterschnaps? Das kenne ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Hannes hat gesagt, das kennt er, das hat er bei sich, das bringt er mit. Jetzt musste ich also warten, bis Hannes kommt, damit wir die Wilderer-Maß machen können. Die Fini-Maß, die Vuidramoas. Aber Kräuter ist aber auch feucht. Weil das ist ja eigentlich aus der Wurzel vom Bergenzian wird der hergestellt. Das klingt wieder, als wäre es eine Vogelart. Der Bergenzian. Kennt ihr den? Der brütet immer seine Eier aus und dann fliegt er wieder ab in Süden. Na, das ist ja Pflanzen. Und aus der Wurzel wird das Ding wohnen. Der Bergenzian. Kann man ja. Im Zoo betrachten. So. Erstmal danke an iScorpions. Der hat uns nämlich wieder... Ja. Maßkrüge geschickt. Diesmal nicht die Pappschuber-Edition, das war Limited Edition. Die gab es nur, wenn man sich richtig gönnt. Wir haben uns vor 5 Minuten gegönnt. Wir drehen schon wieder mehrere Videos an einem Tag. Das weiß aber keiner. Danke an iScorpions für die Maßkrüge, für jedes Video immer wieder Maßkrüge am Start, weil die müsst ihr ja dann recyceln und weg. Das ist ja, wird ja sonst schlecht. Katastrophe, ja. Wir haben heute erstmal Bier. Als Grundierung. Wir machen nämlich wieder eine 3-Komponenten-Maß. Das passt, weil die Vuidramoas nämlich eine 3-Komponenten-Maß ist. Das hat der Hannes mitgebracht aus dem Urlaub, also da, wo er wohnt. Genau. Das ist ein Stopfen, ein Kronkorken, den müsste ich eigentlich sammeln für Bianca. Weil der ist so rot mit so einem Wappenzeugs, klosterlich, handwerklich. Mit dem Mönch drüber, ja. Da ist der Fahrer und trinkt. Irrseer Kloster Urtrunk, 5,4% helles Exportbier, urbelassen. Das sieht schön aus, das hat ein bisschen was von dem Münchner Hell, vom Paulaner Münchner Hell irgendwas. Das hat auch so ein gelbliches Etikett. Also das gefällt mir, da muss ich gleich mal das Feuerzeug rausholen. Einmal für mir. Ah ja, freilich. Komm, ich mach das auch. Oh, danke schön. Flatsch. Wunderbar. Jetzt füllt man erstmal Komponente Nummer 1 ein, obwohl groß. Nimm mal einen Schluck, wie schmeckt es denn überhaupt? Ja, guck mal trinken. Naja, der Hannes kann sowas trinken, meins ist es jetzt nicht so. Warum auch immer, keine Komm mal Ahnung. Trinken. Ja, trinken kann man ja alles, auch ja, Eigenurin und deswegen, wenn ihr mal irgendwo im Vuidara Erz, im Moorsgebirge gefangen seid, dann müsst ihr euch ja von eurem eigenen Urin ernähren, damit ihr ja nicht verdurstet. Das ist auch ein bisschen trüb. Ja, ein bisschen da ist schon einer drin geschwommen, Hannes, das sehe ich doch von hier. Die Füße gewaschen. Die Mönche haben die Füße gewaschen. Die zweite Komponente, weil es ja um Gebirge und so Zeug geht, Almdudler, also Alpen
Kräuterlimonade, Zückerli, die gibt's nämlich mit ohne Zucker und auch mit Zucker und so. Ja, ja, aber es haben mit Zucker. Almdudler Grill Gaudi, Grillergewinn von Napoleon, gewinne ein von 200 Napoleon Griller. Hab ich noch gar nicht gesehen, hab ich gar nicht mitgemacht, müsst ihr mitmachen, geht mal da hin. Das ist genau ein Liter, das heißt, wir müssten die Flasche aufteilen, dass jeder 500 Milliliter Almdudler bei sich in der Blöre hat. Jo. Müsste ja eigentlich bis zum Strich gehen dann. Normalerweise schon, ja. So. Ein schöner Moss. Wunderbar. Hannes, der Stricher, wieder in Aktion. Ja, Freilich. Das klingt ja fast so, als wäre es mehr. Wie kann das jetzt sein? Hä? Das kann ich dir leider nicht sagen. Die Gläser sind kaputt. Das ja, passt irgendwie schon. Nicht. Da ist noch so viel drin. Da haben wir einen Durchlauf gehabt. Wir sind aber schon am Eichstrich. Ja, da haben wir einen Durchlauf gehabt, ja. Den Rest nehmen wir auf Ex. Was? Das, nee, wir müssen jetzt und dann... Okay, ja, ja, gut. Obwohl, das können jetzt, wir schon machen. Ja, das können wir schon machen. Jetzt wird es trotzdem wieder ein bisschen riskant, weil es jetzt trotzdem zu viel ist. Aber wir machen das. Ja, das wir geht machen schon, das geht schon. Das passt schon ein. Aus Sicherheitsgründen müsste man jetzt erstmal abtrinken, bis man wieder beim Strich ist, damit es fair bleibt und wir wirklich nur einen Liter haben. Ja, aber da müssen wir aber lang. Bis zum Strich brauchen wir aber ziemlich lang, von hier bis zum Strich. Quatsch. Komm, wir probieren mal kurz, bevor der heftige Enz Johann kommt und dann... Dann sind wir in Hibo. Weil wie schmeckt denn Bier mit Almdudler? Das ist die Alpenmaß. Passt so, passt so. So. Auf Friday. Jetzt schmeckt das Bier nicht mehr so schlimm und der Almdudler nicht mehr so penetrant. Penetrant, genau. Jetzt ist es wie ein gutes Radler, nur anders. Also so. Ja. Könnt ihr mal ausprobieren im Garten bei der Oma hinten, wenn sie gerade die Kirschen aufliest. Einfach mal Almdudler mit Bier mischen. Weil die Omas haben ja immer Bier im Keller. Jetzt wird es aber richtig brutal. Oh ja. Denn jetzt haben wir den Enzian, also von diesem seltenen Vogel, der die Wilderer oben mit Beeren abwirft, wenn der wieder schießt und die Wurzel raushängt. Seit alter Zeit. Grasselgebirgs-Enzian ist eine urbayerische Spezialität, deswegen gibt es auch bei uns nicht, weil das ist der Urbayer. Gewonnen aus den Wurzeln des berühmten Alpen-Enzians. Und schon klingt es wieder wie ein Vogel, der Enzian, der in den Alpen haust. Das ist ein Blämi. Bei Grasel in Berchtesgaden wird es seit 4 Jahrhunderten nach einem geheimen Familienrezept doppelt gebrannt und in Eschenholzfässern mindestens 3 Jahre gelagert. Dieser Enzian überzeugt durch seine kristallklare Farbe, sein reiches Aroma und seinen erdig-würzigen Geschmack, Gebirgsqualität. Ich habe dann auch gedacht, wenn das so Kräuterzeug ist, dann ist das doch bestimmt braun. Also wie Jägermeister so, aber es ist einfach Glas. Klar, es könnte auch Wodka sein. Ja. Ihr habt hier oben ist noch eine Mütze drauf, ihr habt noch ein Schild drauf. Ihr habt, es sieht eigentlich schön aus im Wappen. Ihr habt da wieder, weil es bayerischer ist, ist da auch hier diese Picknickdecke immer mit am Start. Wie viel Prozent hat er jetzt? 40. 40. 40 Prozent. 40. 40 Prozent. Prozent. Aus der ältesten Bergbrennerei Deutschlands. Jetzt habt ihr, oh, das gibt ja einiges. Ja. Es gibt auch Grasel Blutwurz. Das ist auch Kräuterlikör mit 48%. Da könnt ihr euch noch Blutwurz holen. Oder Enzian Kräuter, Enzian Likör mit 35%. Ja. Enzian Kräuter, Gebirgs-Enzian. Ja, das ist ja dunkler. Durchs Gebirge kommen 5%. Ja, der ist in einer braunen Flasche und der andere irgendwie auch. Ja, das sind Tonkrügen. Das sind so Tonflaschen. Cool. Jetzt stehen die hier und chillen. Und ihr habt dann noch eine gute Nachtgeschichte, die ihr euren Kindern vorlesen könnt. Mit Bildern aus der schrecklich netten Familie. Wie das gebrannt wird. Das legen wir jetzt mal dahin. Jo. Dann nehmen wir jetzt mal hier die Mütze ab. Das Mützel. Hannes hatte recht, da ist ein Schraubverschluss drauf. Ich habe da jetzt mit so einem Korken gerechnet, den du trotzdem rausziehen kannst und draufdrücken kannst. So ein Borgi, ich dachte, da ist ein Borgi drauf. Komischerweise, das hast du nur bei diesen Tonkrügen, so ein Korken. Nicht bei denen. Es riecht wie Keller. Kellergeschoss. Wir weihen jetzt auch mal hier dieses Jack Daniels Tennessee Fireglas ein. Denn man will es ja nicht übertreiben. Deswegen füllen wir mal dieses Glas bis zum Rand und geben dem Hannes seine dritte Komponente, ein Topping Enzian. Da haut das gleich bei mir rein. Dann
braucht ja der Ramses auch ein Enzian Stammball. Jetzt hört der Stammball an und Donner. Weil ich den Enzian noch gar nicht kenne und gar nicht weiß, wie der schmeckt, haben wir aber auch mal unsere Berliner Luftgläschen dabei. Ja. Da schenke ich uns mal kurz zwei ein, auch 0,2, dass wir mal probieren können, Hannes. Eglo, ich kenne ja. Wie der schmeckt. So, alles auf dem Tisch, das ist sehr gut. Einmal für dich, einmal für mich. Jo, raus. Kann man den anzünden bei 40? Na, aber, na? Aber du riechst nach richtigen Alten. Der riecht nach Alten. Nach Alten. Ja, alten Keller. Alten. Ja. Na, aber das. Das ging in den falschen Hals. Ja, aber da merkst du richtig dieses Gebirgs. Da wird es richtig warm. Ja, hier warm wird es. Es ist ja schon warm genug durch die Sonne, aber trotzdem. Dieser eklige, muffige Geschmack bleibt da, wo er ist. Aber plötzlich kommt da so eine Brandgas-Anschlagswolke, die kurz mal voll da reinzieht. Ich habe gerade irgendwie wollte ich noch atmen und dann kam dann dieser Anschlag und hat mich da ein bisschen aber Enzian, das ist kalt erwischt. So. Es ist Muid. Muid ist es. Muid. Da wir ja jetzt eh schon die Berliner Luftgläschen eingesaut haben, können wir ja kurz noch mal ein 4 Zentilitern einschenken. Für deine Moas, keine Sorge, Hannes. Okay. So, weil dann ist da jetzt nicht nur ein 0,2er Stammball drin, also 20 Milliliter, da sind jetzt dann 60 Milliliter drin. Ist die Muidai-Maß ist jetzt fertig. Nee, was? Wilderer-Maß. Weil es sollen dann immer 3 Komponenten sein und wenn ein Gläschen 20 ist und wir jetzt 60 drin haben, ist das ja wie 3 Gläschen und damit ist das abgerundet. Dann kommt nämlich Enzian, dann Bier, dann Enzian, dann Almdudler und dann Enzian, könnte man so denken und dann habt ihr auch 60 drin. Das ist richtig stark. So, Wui. So, Wui. Na warte, ich muss wieder nehmen wie du. Wir müssen ja eh jetzt, warte mal, diesmal gehen wir mal so zusammen. Halt's mal irgendwie neben dich hier auf die Seite. Mir so, damit ja, so genau. Ja, Riley. Das ist die Wuidera-Maß. Ja, Wuidera-Maß. So, damit wir auch mal ein Thumbnail haben. Danke, Fini, für die Fini-Maß. Danke, iScorpions, für den Jens. Und danke auch an Hannes, dass der sowas überhaupt bei sich in Bayern hat. Ja, gerade noch. Wenn ihr Enzian schon mal getrunken habt, schreibt's mal in die Kommentare. Prost. Aber das lässt sich gut trinken. Das schmeckt ja jetzt noch gar nichts mehr irgendwie. Na, leichter so, Enzian merkst. So wie der Enzian riecht, schmeckt so das schmeckt das jetzt. Aber gut. Ohne dass da dieser Brandanschlag auf dich verübt wird. Aber das ist gut. Das ist also das, ja, es kombiniert super. Sich wahrscheinlich gut. Der Almdudler, die leichte Kräuternote mit der Kräuternote vom Enzian. Und durch das Bier ist das Glas voll. Aber es ist angenehm zu trinken, ja, muss ich sagen. Ich habe jetzt gedacht, Wuidera, das ist so richtig brutal, aber das ist eine der besten Maß, die man so machen kann, die man trinken kann. Auf jeden Fall. Wo alles passt. Ja. Wo ich jetzt nicht einzeln Enzian trinken würde. Ja. Außer man guckt Restling, dann schüttet man sich eh alles rein. Aber das habt ihr nicht von mir, den Tipp. Ne? Deswegen so. Ja, die Stimme ist, die Wuidera, die haben wahrscheinlich vorher sowas getrunken und dann erstmal auf die Jagd gegangen. Komm, und Hannes, weil heute so ein guter Tag ist, können wir uns nochmal. Wir können uns dann nochmal ein Enzian hinterher. Also am 4CL sogar noch. Für die Mars, nicht für dich. Ach so. Für die Mars. Okay. Das heißt, weil es ein Zuschauerwunsch ist, können wir nochmal hier 4 Zentiliter reinpacken. Und weil ich gerade rausgehört habe, dass du noch einen 2er trinken willst. Na. Okay, dann trinken wir heute noch einen. Stoß mal, du hast extra die ganze Flasche Enzian mitgebracht. Das wäre jetzt Verschwendung, wenn man den nicht mal probiert. Außerdem habe ich ja gerade gehustet und abgekackt. Das muss jetzt besser laufen. Prost. Also danke, Fini. Jetzt kurz den, dann nochmal probieren und dann war es das, glaube ich, mit uns. Sehr schön. Und runter damit. Siehste, wie ein Vater. I'm your Papi. So geht er dann auf einmal. So geht er dann. Du merkst die 40% plötzlich gar nicht mehr.
weil du jetzt so weit draußen bist, dass du gar nichts mehr merkst. Also das ist richtig cool. Ja, du merkst so einen leichten, erdigen Geschmack aber. Ja, aber der ist richtig abartig. Deswegen braucht man ja auch den Almdudler dazu und das Bier, dass die Erde nicht ganz so da die Oberhand gewinnt. Ja, deswegen danke, Hannes. Prost. Fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Wir sitzen jetzt hier noch schön an der Hecke. Wir werden das jetzt genüsslich trinken. Und das, wenn wir wirklich genüsslich trinken, also da fliegt nichts weg. Das ist gut, würde Hannes sagen. Das ist gut. Ist gut, ja. Und das haut rein. Können sogar noch ein bisschen Enzian rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Hannes. Vierzeich. So, wer jetzt immer noch Lust hat und immer noch dran geblieben ist, dem möchte ich jetzt mal diesen schönen Text aus dem Heftchen hier vorlesen, was da steht. Aber vorher erst mal die Mütze rüber, wie Kästo, weil die Stirn sonst so brennt. Seit 400 Jahren hat die Enzianbrennerei Grassel aus Berchtesgaden das Recht, die Wurzeln des berühmten, geschützten, violetten sowie gelben Alpen-Enzians auszugraben. Der ist also violett und dann gibt es aber auch gelben. Und einen weißen gibt es auch noch, aber der weiße ist Shiny, schon giftig. Genau, der ist auch dabei. Die gehackten Wurzeln werden ausschließlich mit Hefe und Gebirgsquellwasser angereichert und die Maische 6 Wochen vergoren. Anschließend wird in einem doppelten Brennverfahren der wertvolle Enzian-Alkohol destilliert. Dieser reift nun mindestens 3 Jahre in Eschenholzfässern im tiefen Felsenkeller. Auf seine Reife im Labor geprüft, filtriert und abgefüllt, gelangt der Enzian zur Genussreife. Am Ende kommt wahrscheinlich Suströming raus, aber... Ach, da kannst du noch was ausfüllen. Ich möchte gerne durch den kostenlosen Enzian-Boden die Grassel Hauszeitung über Neuigkeiten aus dem Betrieb und den Berchtesgadener Land informiert werden. Meine Adresse lautet, wenn du das ausfüllst, dann kriegst du kostenlos jeden Monat, steht gar nicht da, eine Zeitung. Was haben die da davon? Die schicken dann 10 Millionen Leuten jeden Monat eine Zeitung raus und die verdienen ja daran nichts. Doch. Ich kaufe halt nicht mir eine Flasche Enzian, deswegen. Ja, aber die Leute können da halt dann die Angebote und das alles wahrscheinlich sehen drin. Und sehen sie, was sie verpassen, ja, aber ja, trotzdem. Und kaufen sich dann auch dann wahrscheinlich auch was. Ich kriege Enzian-Zeitung, die kann ich dann verlosen. Ja, genau. Hier steht ja nochmal, also probieren Sie auch den Enzian-Kräuter, Enzian-Likör, 35%. Von einer sorgfältig getroffenen Auswahl 29 altbewährter Alpenkräuter werden feinste Auszüge hergestellt, die anschließend mit langjährig gelagerten Enzian-Destillaten verfeinert werden. Der Enzian-Kräuter ist eine Meisterleistung und eines der beliebtesten Produkte der Enzian-Brennerei Grassel. Und das ist alles natürlich ein bisschen eher grün gehalten, Enzian in grün geschrieben. Auf der Flasche ist Enzian in rot geschrieben und ja, das ist dann so ein Tonkrug. Nee. Und der andere oder unser Grassel Blutwurz. Da ist Grassel nicht rot, nicht grün, sondern blau. Blutwurz 48%, der knallt noch mal mehr. Der Saft der Blutwurzel gibt dem Ansatz seine unvergleichlich natürliche tiefrote Farbe. 16 weitere Kräuter runden den kraftvollen Charakter ab und machen Grassels berühmten Blutwurz zu einer der bekanntesten und beliebtesten Spezialitäten des Hauses. Das ist stark. So, wie hast du den nicht mitgebracht? Die Blutmaß? Weiß ich nicht, gab. Die Wurzmaß, die Wurzmaß. Demnächst die Wurzmaß. Aber ich werde mal schauen, dass ich den irgendwie auftreiben kann. Brauchen wir nicht. So, das war's jetzt. Peace out, Vorhaut. Euer Hannes. Und euer Ramses. Da sage ich jetzt nichts zu hier, der mit einem Ghetto-Blaster da hinten rumfährt. Ciao.